Da sind wir am Fett Mittwoch. Lange haben wir drauf gewartet. Heute ist es endlich soweit. Die Fett tagt das erste Mal nach dem Amtsantritt von Joe Biden. Das ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Event. Da wird einiges, denke ich, gesprochen, was weichenstellend für die Zukunft ist. Aus diesem Grund. Kündige ich jetzt schon mal an, wir werden am Freitag nach der aktuellen Marktbesprechung ein Fed-Special machen, nämlich mal genau beleuchten, was die Fed aktuell vorhat, wie genau sie den Markt stützen möchte, was mit Anleihekaufprogrammen ist und und, und, da ist eine Menge, was wir hier auf der Uhr haben. Und das Ganze ist halt wirklich so wichtig. Das ist eine extreme Tragweite. Aus diesem Grund das Spezial dazu. Am Freitag, also das ist das Thema, worauf der Markt heute mit großer Wahrscheinlichkeit warten wird. Wir sehen es ja, die Indizes treten so ein bisschen auf der Stelle. Es geht mal ein bisschen runter, es geht mal ein bisschen rauf. Aber im Großen eher seitwärts. Der Markt ist wirklich sehr gespannt auf das, was hier kommt auch wenn wir von Seiten der Wirtschaft aus den USA, wenn wir jetzt mal in die aktuelle Berichtssaison auch schauen, da hatte ich ja schon ein paar Worte zu gesagt, ähm, zunächst hier bei Tickmill, aber auch im Wall Street Traders Lunch, dass ich schon davon ausgehe, ähm, dass die Unternehmen jetzt mit den Zahlen so ein bisschen auch die Bücher aufmachen und zeigen, wie sie zurechtkommen. Und aktuell läuft alles relativ gut. Das sieht man auch an relativ stabilen Indizes, sonst hätten wir hier viel mehr massive Abverkäufe. Von der Seite her, das ganze Thema bleibt recht interessant. Und wird gute oder negative Auswirkungen auf die Indizes haben. Je nachdem, wie es weitergeht, und ich hatte ja auch schon gesagt, diese Woche berichten gut 25 der Unternehmen aus dem S&P 500. Also, es ist eine Mammutwoche. Da kann noch einiges an Impact kommen. Das allerdings, wie schon gesagt, alles hier in den nächsten Tagen. Freitag das Spezial. Heute allerdings der Blick auf Öl. Ich habe heute mal Brent mitgebracht. Da haben wir ein schönes Dreieck am Ende des Aufwärtstrends. Das Ganze hier live in der Chartbesprechung. Dazu das Thema. Euro kann Dollar bei den Währungen und mal wieder ein bisschen was Exotisches, weil wir heute auch Fetttag haben. Ähm, ja, da bietet sich es halt an, so ein bisschen um die Währung mit dem US-Dollar drum gehen. Ich weiß, Brent wird auch in US-Dollar ähm, gerechnet und wenn es da große Verwerfungen gibt im US-Dollar, dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit auch Auswirkungen auf den Brent haben. Aber bei den Währungen wollte ich mich mal heute ein bisschen davon abkoppeln, auch so ein bisschen, um zu zeigen, wie man in Phasen wie jetzt, wo die Märkte wirklich so gespannt darauf waren, was die FED hier macht und das wird den US-Dollar durchaus bewegen können, dass wir hier auch mal die ein oder andere Währung auf der Uhr haben, die nicht zwangsweise sozusagen auf die Reaktion äh, mit dem Euro, äh, mit dem US-Dollar reingeht. Und deswegen heute so ein bisschen der Blick außerhalb von US-Dollar Währungspaaren, obwohl ich auch weiß, dass äh, wenn es den Euro hier schwächt, dass das ähm, dort auch Auswirkungen haben kann. Also euro dollar und Euro-Türkische Lira. Türkische Lira, sehr interessant im Moment. Ich weiß, ein Exot, aber mit solchen Exoten kann man auch. Gutes Geld verdienen im Kurzfristbereich geht das durchaus, weil wir da immer wieder schöne Bewegungen sehen. Und dann natürlich, wie immer, an dieser Stelle die Tür ist offen für Fragen. Das heißt, wer einen Wunschmarkt hat, gerne rein in die Chats. Und ich sehe auch schon an dieser Stelle die guten Morgengrüße kommen rüber auf Zoom und Facebook. Das freut mich, da weiß ich, dass da auch alles in Ordnung ist. Dann machen wir hier weiter wie jeden Morgen mit dem Risikohinweis. Ich bitte, das, was hier geschrieben steht, in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit kommen wir zu den Nachrichten. Und zu einer Nachricht, die ist ziemlich heftig, muss ich wirklich sagen. Schaut euch mal den GFK Konsumklimaindex für Deutschland an. Ich meine, es war zu erwarten dass wir hier keine schönen, dollen, grünen Zahlen sehen. Aber wenn man mal sieht, 7,5 war der Vormonat. 7, minus ja, minus 7,9 haben die Analysten erwartet und 15,6 minus 15,6 ist das aktuelle Ergebnis. Da sieht man, wie massiv Corona sich auf die Konsumenten auch auswirkt. Da gibt es einiges. Klar, man kann natürlich nicht erwarten, dass die Stimmung bombastisch ist, wenn die Geschäfte geschlossen sind, wenn man nirgendwo hin kann, in kein Restaurant, wenn man nicht in Urlaub fahren kann. Da ist das Konsumklima ja nicht wirklich das Beste. Aber, und das ist halt das Thema, was auch mit reinkommt. Der Industrie, Die Industrie kommt noch halbwegs mit dieser aktuellen Lockdown-Situation äh, sozusagen ähm, in, äh, zurecht. Das hängt einfach auch daran, dass die Industrie ähm, weiter arbeiten kann, dass wir auch vom Export her doch gute Aussichten haben, dass alles fein wird und die Einschränkungen dort nicht so extrem groß sind, wie wir die beim letzten kompletten Lockdown hatten. Ähm, aber was das Thema Mittelstand angeht, beziehungsweise auch alles, was mit dem Thema ähm, Handel einsteigt, Einzelhandel zu tun hat, das ist schon ziemlich heftig, was da los ist. Und da machen sich die Leute halt Sorge, auch um ihre Jobs. Was ist, wenn mein Geschäft nicht wieder aufmachen kann? Dann verlieren die ihre Arbeit. Da haben die natürlich Angst davor, ob das nun kommt oder nicht. Es steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber diese angst führt dazu dass man halt anschaffung auch zurückstellt. Ne? ich meine mal davon abgesehen dass man gerade eh nicht zu porta ikea was weiß ich nicht gehen kann. Ähm, aber man überlegt halt schon ob man sich jetzt eine größere anschaffung macht. Oder eben nicht. Und damit wartet, bis man Sicherheit hat, wie es mit der eigenen Firma oder mit dem Arbeitgeber weitergeht. Und das lastet auf den Konsumverhalten und das wird natürlich auch Spuren in der Wirtschaft hinterlassen, auch im Wirtschaftswachstum. Peter Altmaier hat äh, ja in den letzten äh, aktuellen Zahlen gesagt, er rechnet damit, dass wir in diesem Jahr ähm, ein Wirtschaftswachstum von 3% haben. Diese Zahl ist niedriger als die letzte. Ich glaube, beim letzten Mal sind sie so von dreieinhalb ausgegangen. Ähm, man sieht also, es gibt weitere dahin äh, deutliche deutliche Bremsspuren und das belastet halt auch den Konsum. Das muss man auf der Uhr haben. Und wenn sich so etwas fortschraubt, dann sieht man das natürlich auch irgendwann an den Indizes. Wir werden sehen, was kommt. Wir müssen diese Zahl hinnehmen. Der Markt wird darauf reagieren. Ansonsten heute in den USA am Nachmittag Auftragseingang für langlebige Güter. Und das trifft genau wieder dieses Thema, was ich gerade auch gesagt habe. Wer kauft sich etwas, was langlebig ist, natürlich ist der, der positiv in die Zukunft schaut. Wir werden sehen, was in den USA hier heute berichtet wird. Dann gibt es am Nachmittag die Rohöllagerbestände. Da warten viele drauf, gerade die Öltrader hier. Ja, und ich muss sagen, das ist das Event vor der FED ja, für die Öltrader. Und dann kommt die FED, wir sehen es hier, 20 Uhr gibt es das FOMC-Statement, den Zinsentscheid und die Pressekonferenz mit Jerome Powell. Und da schauen wir ganz. Genau hin, was da passiert. Das, ja, zu den wichtigen Nachrichten für den heutigen Tag. Und dann, ja, schauen wir jetzt in die Charts rein. Erste Wunschmärkte sind hier auch schon da. Ich mache wie immer das Fenster mal groß an dieser Stelle. Hier werde ich gefragt, ob ich mal hier den, in den UK 100 schauen kann, ähm, ob da eine Bodenbildung im Gange ist. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Und britisches Pfund, US-Dollar. Was ist passiert? Ha! Holger, was ist passiert? Der Kurs hat sich bewegt, Holger. Also, wir schauen mal rein. Gucken wir uns natürlich ganz, ganz gerne an. Zunächst allerdings äh, hier der Blick in Brent. Und Brent haben wir hier mal kurz mit Blick in den Wochenchart. Ich bemühe hier mal wieder, äh, nein, nicht den Wochenchart, oder? Es ist der Wochenchart, der Tageschart. Ich bemühe hier mal wieder den Tageschart in einer etwas kleineren Zusammenraffung, ähm, um einfach mal zu zeigen, was hier gerade los ist. Und der Markt macht momentan. In keinster Art und Weise äh, den Anschein, als wenn er nach unten wolle. Ja? Er sieht weiter sehr, sehr bullisch aus. Das sehen wir hier am Dreieck. Wir haben blau markiert mal die aktuelle Konsolidierung. Seit fast drei Handelswochen läuft der Markt in einem relativ hohen Niveau. Seitwärts relativ hoch. Man muss einfach das Ganze mal anschauen. Wenn man sich mal den letzten Bewegungsarm anschaut hier, der hat hier unten bei 49 angefangen und ist bis 57 oben reingestiegen. Das heißt, das sind 18 Dollar, wo er angestiegen ist. Und von diesen 18 Dollar, wenn wir mal das Tief der Korrektur grob anschauen, sind es, naja, ich sag mal so, grob über den Daumen irgendwas um 3 Dollar zurückgegangen. Das ist halt eine Korrektur, die da ist, aber die ist jetzt nicht unbedingt tief. Das heißt, hier haben wir in diesem Asset eine relative interne Stärke. Und wenn diese Stärke es jetzt schafft nach dieser kleinen Bodenbildung hier unten nach oben auszubrechen und das Dreieck quasi nach oben aus dem Markt zu hämmern, dann hier nächstes Kursziel erst einmal kurzfristig das Trend hoch bei 57,37 und wir sehen es danach, ist der Weg offen, weil mit diesem Schub oben raus nehmen wir auch diesen wichtigen, äh, sag ich mal, Widerstand hier raus. Ich markiere das mal ganz kurz, wie immer, mit meinem Zeichen-Tool an dieser Stelle. Und das ist halt das Schöne, was wir hier sehen. Wenn der Markt tatsächlich dieses wichtige Level rausnimmt, schaut mal hier, da war es Unterstützung, hier ist es plötzlich zum Widerstandslevel. Geworden. Hier sind wir rangelaufen, abgeprallt und bleiben jetzt aber stark. Schieben wir es raus, nächster Anlaufpunkt hier aus dem starken Trend nach unten, das Widerstandslevel um die Marke von 60,26. Da hatten wir das Hoch, also hier in diesem Bereich 60,30 Dollar hier. Das ist auch dieses Widerstandslevel. Hier war es erst ein bisschen Unterstützung, dann ging es drunter. Hier drüben hat der Markt genau dieses Level auch immer mal aufgenommen. Das heißt, das ist schon ein sehr, sehr marktrelevantes Level. Das wäre mal. Wenn der Ausbruch zur Oberseite kommt, ein sehr, sehr schönes Kursziel für einen Swing Trade hier mit einer Bewegung nach oben. Und wenn man mal die Tiefe ausmisst zwischen dem Hoch und dem Tief des Dreiecks, haben wir gutes Potenzial, das in der nächsten Bewegung auch durchaus auszuschöpfen. Unterseite müssen wir natürlich auch beleuchten, sollte es hier zu einem kleinen Rutsch nach unten kommen. Im Tageschart, nächster Auffangbereich hier, das Ausbruchslevel um die Marke von 52, 42, das ist das Hoch. Dieser kleinen Kerze hier und dann natürlich das Zwischentief hier im Bereich von 49 Dollar. Das sind mal die Marker. Die müssen wir im größeren Bilde auf uns nehmen. Sollten wir unten drunter durchschieben. Den Eindruck macht der Markt momentan allerdings nicht. Wir müssen natürlich abwarten, was heute Nachmittag im Ölmarktbericht kommt. Aber wer weiß, was bis dahin passiert. Deswegen jetzt mal noch der Blick in den Stundenchart. Und da sehen wir etwas sehr, sehr Schönes. Ich habe es euch mal angemacht hier. Mit Blick in den tieferen Zeitrahmen, schaut mal hier, der Markt trendet schön nach oben. Wir haben steigende Hochs, wir haben steigende Tiefs. Der Markt hat mittlerweile hier ein wichtiges untergeordnetes Level rausgenommen. Hier dieses kleine Zwischenhoch, hier haben wir es drin liegen, dass dieser Bereich hier so grob um die Marke von 56,15, da will er momentan hoch. Das wird interessant. Schafft das drüber, sieht es ganz gut aus, dass wir das nächste höhere Level auch mit rausnehmen. Aus bullischer Sicht wäre das gut. Hier oben diese Marke, jetzt muss ich mal ganz kurz hier die Ziele auch mit reinlegen. Heißt also, wenn wir hier drüber fliegen, über die 56,15, dann ist der Weg erst einmal offen. Oben rein in die 56,60 da oben. Das wäre ein sehr, sehr wichtiges Level. Damit wäre auch... Dieser Abwärtstrend hier aus dem Markt rausgenommen, hier zeige ich euch mal kurz im höheren Zeitraum, hier. wenn wir da drüber fliegen, das wäre ein schöner Ausbruch aus dem Dreieck und dann hieß hier im Kurzfrist natürlich das Ziel erst einmal die 57-37 und wenn der Markt dort stark bleibt und drüber will, dann kommt das Swing-Szenario in Frage mit Kurs auf die Marke von über 60 Dollar. Will der Markt allerdings nicht rein. Und das ist jetzt etwas. Ähm, hier haben wir wieder zwei Szenarien drinnen. Einmal für die ganz kurzfristigen Trader und einmal für diejenigen, die sagen, no, ja, ich muss das ja nicht zwangsweise intraday traden. Wir haben ja auch noch ein bisschen Luft nach unten. Mit Blick auf ein bisschen Luft nach unten sollten wir hier vorher rumdrehen und nicht ausbrechen. Zunächst erstmal hier zwischen Tief. Hier vom Dreieck grob 54-45 äh, nach unten hin. Und dann als nächstes hier so ein paar kleinere Anlaufpunkte. Wahrscheinlich nicht extrem relevant, aber sie sind halt da. Hier das Drehlevel um die 5380 und hier der Ausbruchsbereich. Wir sehen das hier drüben um die Marke von 5325. Das sind mal die nächsten Anlaufpunkte. Ein bisschen weiter die Ausdehnung unten rein. Hier unten ins Zwischentieflevel bei 5060. Das sind dann allerdings auch Sachen, wo ich sage, mit guter Wahrscheinlichkeit wird sowas nicht in ein oder zwei Tagen. Erreicht, je nachdem, wie die Dynamik ist, sondern das wird dann eher ein bisschen dauern. Das wäre dann halt deutliche Trendfortsetzung von dem, was wir hier unten sehen. Das muss man einfach schauen. Aber die Punkte sind da und deswegen kann man sie auch planen, je nachdem, welches Szenario der Markt hier spielt. Aber, und jetzt komme ich nochmal auf das Intraday-Technische. Sollten wir tatsächlich hier oben jetzt einen Abprall bekommen, ja, dann wird es natürlich interessant, wenn der Markt hier tatsächlich rumdreht, haben wir schöne Anlaufmarke unten. Zunächst erst einmal hier. Das Zwischentief hier unten grob um den Drehbereich von 55, 65 bis 70 rum hier in diesem Drehbereich und dann ein Stückel tiefer. Wir können uns da wirklich schön an den Swinglos orientieren und da haben wir hier die Level halt auch da grob, ne? Immer nur über den Daumen. So genau ist der Metertreter hier nicht. 55, 37, 55, 07 und 54, 95. Was da die Tiefs auf dem Weg hier zum aktuellen Dreiecks Low sind. Und das sind die Marker, die wir durchaus auf der Unterseite betrachten sollten. Da wäre es dann für das kurzfristige so, dass der Trend in der Stunde. Die Richtung vorgibt. Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, noch kurz in der kleineren Zeiteinheit, ziehe ich mal kurz die blaue Linie durch. Und jetzt gehen wir mal kurz in den 5-Minuten-Chart rein. Und da sehen wir sehr, sehr schön, dass die Level, die ich gerade im Stundenchart auch angezeigt habe, genau die Level sind, die wir in der Bewegung haben, in der trendigen Aufwärtsbewegung. Hier sehen wir es, Moment, haben wir es drinnen? Hier, naja gut, ich zeichne es mal ein. Dann macht es sich ein bisschen einfacher von der Blickweise her. Heißt also an dieser Stelle ganz leicht. Zu sehen hier, schaut, das ist der Aufwärtstrend, der in der Stunde momentan nach oben hin läuft. Hier haben wir ihn da schön, der schwingt sich nach oben hin. Hier leicht höheres Hoch, wieder Korrektur, hochgelaufen, runter. Und jetzt sind wir hier. Und sollte sich hier an dieser Stelle, wie gesagt, ein Abwärtstrend bilden, ist das Korrektur, solange wie wir hier drunter fallen, dann wird es ein richtungsführender Abwärtstrend und der nimmt dann sozusagen Kurs auf die kleinen planbaren Zwischentiefs, wie wir sie haben, und das sind dann durchaus Level, die kann man ohne Weiteres im Intraday-Bereich zur Planung nehmen, weil das ist nur die Korrektur. Da gibt der Stunde die, die Stunde sozusagen die Richtung vor. Das wäre Abprall von oben. Sehr sehr gutes Momentum als Möglichkeit. Entweder der Markt schiebt nach oben oder geht runter und das ist fürs Intraday-Trading sehr sehr wichtiges Level hier an dieser Stelle. Gehen wir zu den Währungen. Euro kann Dollar habe ich hier zunächst auf der Uhr. Euro-Austral-Dollar, das habe ich noch gar nicht offen hier. Kurzen Augenblick, einmal Chart bitte Euro-Kanadischer Dollar. Und danach gucken wir auch gleich noch die türkische Lira an. So, da ist es. Zack, zack. So schnell geht das. Neues Chartfenster ist offen. Machen wir auch gleich groß. So, kurzen Augenblick. Ich baue hier nur noch alles zurecht, was ich brauche. Und dann oder auch nicht brauche und dann schauen wir uns das Ganze mal eben zunächst auf dem Tageschart entsprechend an. So, da ist es da. Hier der Tag mal rein von der klassischen Verortung und da sehen wir im euro kandor die lang anhaltende Seitwärtsphase. Hier unten haben wir den Boden drinnen, kurzen Augenblick, ich ziehe es mal ein bisschen straffer hier rein. Also hier unten um dieses Level dreht es unten rum und auf der Oberseite, wartet mal kurzen Augenblick, ich mache das mal alles hier in blau, damit wir die Range auch gut sehen, hier. Auf der Oberseite sind wir momentan hier oben in diesem Bereich ein bisschen begrenzt. Das heißt, mal grob gesagt haben wir oben und unten die entsprechenden Level liegen, wo wir hin und her schieben. Und momentan sind wir auf der Unterseite verortet. Und was hier passiert, ist relativ interessant, denn wir sehen es, der Markt ist hier von oben abgeprallt und nach unten getrennt. Sehen wir sehr, sehr schön im Trendverlauf auch liegen hier. Das ist sozusagen die Abwärtstrendlinie. Hier sehen wir den untergeordneten Trend. Und was wir halt sehen, ist, dass der Markt hier über dieses wichtige Level hier oben drüber gegangen ist. Also über diese Marke, über dieses kleine Zwischenhoch dort. Das ist jetzt sehr, sehr interessant. Denn wenn wir hier aus dieser dynamischen Aufwärtsbewegung die Korrektur fertig bekommen und diese Korrektur läuft momentan in einer Art hohen Flagge ab. Dann wäre das der Ausbruch zur Oberseite hin und dann haben wir gute Chancen, oben reinzulaufen. Deswegen der Blick hier mal schön rein in den Stundenchart an dieser Stelle, damit wir mal definieren können, wo es hingehen kann. Und wir sehen es hier, dass dieser Abwärtstrend hier hatte, der sein letztes Korrektor, der ist rausgenommen worden. Jetzt korrigieren wir hier oben. Hier könnte sich ein leichter Boden bilden oder noch ein bisschen Abwärtstrendenz haben. Das wird sich zeigen. Aber fest steht eins: Brechen wir oben drüber aus, also setzen das Ganze sozusagen fort hier mit Kursen um den Schwungbereich oben knapp um die Marke von 1,55, dann ist der Weg nach oben frei und dann können wir uns schön an den Swing Highs hier, die wir im Abwärtstrend haben, orientieren für die weitere Zielplanung. Und das sind mal grob gesagt die Level, die ich hier kurz anskizziere. Also hier oben. Na, wo haben wir es hier? Da oben rein, hier oben rein. Also, diese Level, die nächsten, die kommen, 1,55,35 in etwa hier drüben. Hier der Schwungbereich, der grobe Schwungbereich um die 1,55,90 und dann hier oben auch sehr, sehr schön zu sehen, das Widerstandslevel um die 1,56,60 in etwa rum. Das sind schöne Anlaufpunkte, die wir hier im euro -Kan dollar haben. Aus der aktuellen Verordnung der Range im Tageschart zur Chartoberseite hin. Da hat der Markt allerdings keine Lust, ganz klar, dann natürlich die Korrekturausweitung zur Unterseite. Da müssen wir unten schauen, was an der Range passiert. Aber bisher müssen wir einfach sehen, der Markt will hier ähm, eher nach oben als nach unten. Zumindest zeigt er uns das aus charttechnischer Sicht momentan an. Wir werden sehen, ob es bei höheren Kursen wieder zum deutlichen Abverkauf kommt oder ob wir tatsächlich oben rausbrechen. Das wird der Markt uns zeigen. Es ist auf alle Fälle allerdings. Ein Blick auch wert und durchaus heute durch das Thema Nachrichten am Ölmarkt mit Schwung verbunden. Das ist der Blick in Euro-Kanadisches Dollar. Und dann machen wir jetzt noch den Blick in Euro-Türkische Lira. Wie schon gesagt, das selbstredend ein Markt, den man nicht so oft auf der Uhr hat, aber der durchaus. Gute Bewegungen verspricht. Das haben wir schon oft genug gesehen, äh, wenn wir uns hier die türkische Lira mal anschauen wollen. Da sehen wir, welches Momentum sehr, sehr oft in den Bewegungen drinnen steht. Äh, und wir sehen es auch hier. Äh, die äh, Notenbank in der Türkei ist hier teilweise auch ziemlich stark am Arbeiten. Ähm, äh, das gibt, sage ich mal, interne Querelen, äh, was an dieser Stelle passiert. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen nicht auf irgendwelche internen Querelen, sondern wir schauen auf das, was der Chart uns zeigt. Und wir sehen halt hier unten in diesem Bereich einen starken Unterstützungsbereich, also ein starkes Unterstützungslevel sozusagen. Und hier haben wir halt auch eine Marke oder einen Bereich, der durchaus interessant ist, denn wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier... Dieser Riesen-Move nach oben hin, dann die massive Korrektur zur Unterseite hin. Ähm, die Notenbank in äh, der Türkei hat ja auch ziemlich stark interveniert. Hier unten das Auffanglevel um die 98 ähm, ist halt vom Markt auch akzeptiert worden. Wir sehen es hier. Na, erst der Ausbruch oben drüber aus diesem schönen Dreieck, dann hier kurz gehalten, dann massiv hoch. Hier unten wieder den Boden gefunden. Hier die letzten Wochen immer wieder diesen Boden getestet und immer wieder ging es hoch. Aber und das das ist etwas, das müssen wir halt auch in Betrachtung ziehen. Wenn es hier zum Bruch unten drunter kommt, das heißt, wenn der Markt tatsächlich unten drunter durchschiebt, dann ist die Unterseite hoch interessant. Und dann können wir uns so ein bisschen äh, sozusagen am Aufwärtstrend bzw. an den vorhergehenden Schüben an dieser Stelle äh, auch orientieren und die Kauflevel mal suchen. Und das nächste Kauflevel, was wir hier haben, da muss ich gar keine ähm, weitere Ausdehnung machen, ist halt ein Stück weit weg. Ne? Also, wir haben hier an dieser Stelle dieses kleine Zwischentief unten liegen, grob um die Marke von. 8, äh, 76, 75, 76. Das wäre dieses hier. Und wenn das nicht hält, ist hier unten der nächste Auffangbereich im Drehbereich um die 845 bis 847. Da ist genug Luft nach unten hin, weil es so ein Ausbruch mit Dynamik durchaus nach unten abziehen kann. Und das ist interessant. Und wer sich das mal beispielsweise im 4-Stunden-Chart anschaut, sieht es halt auch sehr, sehr schön hier an dieser Stelle. Wir sehen es hier, der Markt ist in einem Abwärtstrend kurzfristig verortet. Der Markt zeigt das uns auch. Er hat hier den Druck von oben durch die fallenden Hochs und wenn sich das Ganze unten entlädt, dann haben wir halt einen Ausbruch aus einem solchen ähm, fallenden Dreieck sozusagen und das fallende Dreieck ist in unserem Bereich halt ein bärisches Zeichen. Wir laufen auch hier in die Spitze und Spitzen von Dreiecken sind häufig die Fälle, wo sich der Markt äh, für irgendwo eine Richtung entscheidet und wie schon gesagt nach unten hin ist genügend Luft. Der Ausbruch nach oben hat natürlich auch einiges an Potenzial, nur aktuell ist das Spannungsumfeld Halt hier unten so interessant, dass man genau hinschauen sollte, was hier an dieser Stelle gemacht wird. Gut, haben wir das und damit gehen wir zu den Fragen. Den britischen Aktienmarkt haben wir auf der Uhr, wir haben das Cable auf der Uhr und wir haben us dollar Cannes-Dollar auf der Uhr. Olaf, bitte denkt dran: heute fett, ne? alles was US-Dollar ist, ist bisschen tricky. Oho, dann haben wir noch die Petrowährung und Can dollar Also damit haben wir ein Wunschpaar mit echt. Ich würde mal fast sagen, mit. Ähm ja, explosionsgefahr. Aber zunächst erst einmal gehen wir mal die Wunschmärkte hier in aller Ruhe entsprechend durch. Das heißt, an dieser Stelle zunächst erstmal der Blick in den britischen Aktienmarkt hier an dieser Stelle. Da sehen wir die Stunde mal drinnen. Aber wir schauen zunächst mal in den Tageschart rein. Ähm, hier wird gefragt, ob dort eine Bodenbildung ist. Äh, da muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, no way. Eine Bodenbildung sieht ein bisschen anders aus. Ähm, als das, was wir hier haben. Wir sehen hier sozusagen im laufenden Aufwärtstrend hier, das ist der Trend nach oben, sehr, sehr schön nach oben hin zu laufen. Wir sehen hier an dieser Stelle äh, den Unterstützungsbereich, den wir hier haben, das Ausbruchslevel, so etwas um den Bereich äh, 6.635. Eine Bodenbildung sieht ein bisschen anders aus. Was wir hier sehen, ähm, ist aber durchaus die Chance, dass wir nach oben kommen. Heißt also, wir haben hier das Tief unten gesehen, dann ging es nach oben, dann wieder runter, dann wieder hoch, jetzt aber schon wieder runter. Hier könnte durchaus eine Bodenbildung im Gange sein. Das möchte ich gar nicht wegreden, weil wir sind hier an dieser Stelle sozusagen durchaus in der Lage, wenn wir dieses Zwischentiefe unten mal rausnehmen. Moment, die Marke hier knapp unten drunter. Was haben wir hier als Tagestief gehabt? Da hatten wir die Marke von. 6.608 Punkten. Es ist halt so, momentan ist der Markt halt relativ schwach. Wir müssen uns das Ganze mal kurz in kleineren Zeitraumen anschauen. Also, pass auf, das Thema Bodenbildung. Ich habe ja gesagt, eine Chance einer Bodenbildung haben wir im Prinzip schon mit da. Und wir sehen es halt auch hier unten ist der Markt aufgesetzt, nach oben gegangen und hat dann auch gleich einen Aufwärtstrend gebildet. Und jetzt sind wir aber hier unten schon wieder reingegangen. Wir haben hier direkt wieder einen Abwärtstrend gebildet im kurzfristigen Bereich. Da sehen wir, wie hoch das Spannungsumfeld ist und was ich hier natürlich äh, in keinster Art und Weise ausschließen möchte, ist, dass wir hier sozusagen eine Art Mehrfachboden ähm, machen werden. Aber die Tatsache, dass wir hier schon wieder drunter gelaufen sind, das Ganze wirklich aus sehr kurzfristiger Sicht, ja, dass wir hier schon wieder drunter gelaufen sind, zeigt halt einfach, dass der Markt dort unten eher die Unterseite sucht. Wir sehen es auch an diesem Abwärtstrend. Ne? Eine schöne Bodenbildung hätte quasi so ausgeschaut, dass wir runter sind, hier nach oben sind, dann den Aufwärtstrend fortgesetzt und dann kein tieferes Tief gemacht hätten und dann direkt nach oben gelaufen ähm, wären. So an sich ist es ein bisschen schwieriger, das Ganze direkt als Bodenbildung zu kennzeichnen. Wir haben allerdings die Chance. Heißt also, man muss ganz genau im Auge behalten, was passiert hier in diesem Supportbereich. Dieser ganze Prozess ist noch länger nicht, ähm, sag ich mal, abgeschlossen. Und da kommt halt dieses Support-Level hier um die 6.600 bis 6.630 ähm, eine, eine wichtige Rolle zu, bricht es unten drunter durch. Hier, wir haben halt auf Tagesbasis den Trend nach unten laufen. Hier, ich mache mal kurz den kleineren Zeitrahmen rein. Ne? Und solange äh, wie dieser Trend nicht umgesetzt oder umgedreht wurde, haben wir hier halt weiterhin die Korrekturausdehnung zur Unterseite rein und damit die Gefahr für die Long-Seite, dass wir doch deutlich tiefer korrigieren wir hier unter die 6600 Punkte Marke fallen und dann weiter nach unten rauslaufen. Das Thema der Bodenbildung für eine schöne Bodenbildung bräuchten wir halt, ich skizziere das einfach mal kurz als klassisches Beispiel, äh, wie man es sehen kann. Also eine schöne Bodenbildung würde tatsächlich jetzt so aussehen, dass wir aus dem Abwärtstrend hier nach oben laufen, na, jetzt hier unten sozusagen ein, ja, sage ich mal, im besten Falle Höheres, äh, tief machen, äh, jetzt direkt auch rumdrehen und dann direkt die Oberseite anlaufen. Das wäre eine schöne Bodenbildung. Ansonsten ist das halt so eher naja, ich sag mal so zicki-zacki, wischi-waschi hier unten rum, ein bisschen so gezackelt, ein bisschen hochgezackelt. Das wird sich zeigen, das kommt ein bisschen auch auf den Zeitrahmen an. Wer das Ganze sich in größeren Bilder anschauen möchte, der macht sich einfach, der wartet hier nicht Ewigkeiten rum, ähm, bis wir sozusagen hier tatsächlich eine, eine, eine Bodenbildung sehen äh, und vielleicht die Bodenbildung abgeschlossen wird oder nicht. Wer nicht die Zeit hat, hier rumzuschauen, der stellt sich einfach mal die Frage, okay, was muss ich denn sehen? damit wir sozusagen hier nach oben laufen. Ähm, tja, und hier muss ich halt wirklich sagen, schaut mal, das brauchen wir halt einfach, dass wir dieses Szenario hier sehen. Wir müssen quasi direkt rein hier oben, das heißt hier in die Aufwärtsphase und von hier unten dann am besten direkt jetzt oben rauf. Und wer da auf Nummer sicher gehen möchte, hier müssen wir definitiv erstmal drüber, also über die 6700 und dann das Zwischenhoch hier oben raushauen. Dann sind wir hier auf der Seite. Das wäre eine Umkehrformation sozusagen auf der Tagesbasis, die wir dann da haben. Und das ist das, was wir an dieser Stelle brauchen. Da dreht der Markt um, aber das, was wir hier momentan sehen, das ist noch nicht so die Stärke, die ich mir wünsche. Wird sich zeigen, was heute passiert, nach der Fett auch. Aber eine Bodenbildung sieht ein bisschen anders aus. So, hätten wir da. Matthias, du fragst gerade noch nach dem Öl. Haben wir schon besprochen. Ganz am Anfang. Einfach mal zurückspulen. Ach ho, oh, das geht auf Zoom, glaube ich nicht. Dann bitte einfach nachher nochmal in die Videoaufzeichnung schauen. Öl haben wir am Anfang besprochen. So, jetzt kommen wir noch zu weiteren Währungsmärkten. Und zwar US-Dollar, Kanadollar. Und das Cable. Wir starten mal durch hier mit britischem Pfund. Äh, US-Dollar, das hatten wir ja auch als Handelsidee die wir da hatten. Und wir sehen, der Markt bewegt sich doch ziemlich deutlich an dieser Stelle. Gucken wir mal kurz in den Tageschart. Da hatten wir ja ähm, das Dreieck auch identifiziert. Und wir sehen, der Markt hat angefangen, das Dreieck zu spielen, ist unten ganz kurz ausgebrochen und dann doch wieder nach oben zu laufen. Und das ist halt genau äh, die Tatsache, wo ich gesagt habe, dieser Schwungbereich, dieser Drehbereich, den wir hier haben, der hat schon einiges an Sprengkraft inne. Und das ist halt der Punkt. So ein Ausbruch aus einem Dreieck, kurzfristiger Natur, der hat gestern sehr schön funktioniert. Wir sehen, es er hat unten auch um die ersten zwei Level angelaufen, ist dann aber direkt wieder nach oben umgedreht. Das heißt, wir sehen jetzt die Rückkehr ins Dreieck rein. Das ist dann meistens ein eher bullisches Zeichen an dieser Stelle und das kann jetzt durchaus dazu führen, dass wir hier über die 1,3750 drüber laufen und hier das nächste Ziel oben rein in die 1,3880 durchaus anlaufen. Der Keil hat ja noch einiges am Potenzial zur Oberseite hin. Wir müssen aber schauen, was hier untergeordnet passiert. Und im untergeordneten Bereich sehen wir halt momentan sehr, sehr schön, dass der Markt hier so eine starke, hohe Flagge macht. Und das spricht eigentlich eher dafür, dass er hoch will. Hier oben, das hier ist die Flagge, die wir hier drinnen sehen. Und da ist der Markt jetzt mal kurz ausgebrochen. Und das muss man halt einfach sehen, wo es dahin dann geht. Charttechnisch, wie schon gesagt, ist der Markt stark in den Keil zurückgekehrt. Das ist eher dann ein bullisches Zeichen. Und der Trend, den wir hier laufen haben, der ist ja auch weiterhin entsprechend intakt. Nur der Kleinste hat sich nach unten fortgesetzt. Das ist das, wo ich immer sage, man muss einfach schauen, wie das Ganze sozusagen sich entwickelt an dieser Stelle ähm, und auf das eigene Trading-Potenzial rausnimmt. Das heißt, wer solche Ausbrüche hier tradet und nur den Ausbruch traden wollte, der ist halt nicht im Tageschart unterwegs, sondern eher im um 5- oder 15-Minuten-Chart. Ähm, jemand, der die längeren Bilder tradet, der hätte halt abgewartet, was der Stundentrend hier macht, ob er sich tatsächlich fortsetzt, das heißt den, den Bruch nach unten laufen lassen, dann die Korrektur abwarten und wenn er rumdreht, das Ganze dann zur Unterseite traden. Den gefallen hat uns der Markt jetzt nicht getan, sondern er ist wieder hier hoch in dieses ehemalige Zwischenhoch gelaufen bei 1,37,46 war hier drüben das Hoch und wenn wir hier die Dynamik weiter nach oben bekommen, dann wird es spannend, was sozusagen hier Richtung der Kauf oder des Ziels auf Tagesbasis ist und das haben wir halt als nächstes hier oben liegen bei 1,3880. Also sieht noch nicht nach einer finalen Entscheidung aus, aber das Chartbild, was wir hier haben, ist nun mal da und danach können wir uns richten hier an dieser Stelle und das können wir auch nicht wegdiskutieren, das ist einfach da und wenn der Markt das irgendwann mal spielen sollte, dann haben wir es, dann wissen wir wo wir uns orientieren sollten. Ich habe es im Blick, wenn wir es schaffen, morgens als Trading-Signal auch mal zu besprechen, dann natürlich da. Ansonsten fragen immer wieder gerne. Und bitte nicht vergessen, die Fed kann heute auch einiges bewegen. Also stärkerer oder schwächerer Dollar und dann gehen die Pots hier ab. Wenn der Dollar sozusagen schwächer wird, dann wird das weiter nach oben laufen. Mal schauen, was der Markt hier spielt. Und damit gehen wir zum letzten Wunschmarkt hier an dieser Stelle. Heißt also, wir blicken auf US-Dollar, kann Dollar hier mit Blick auch zunächst erstmal in das große Tagesbild hier. Das ist mal der Monatschart, ganz klar. Der verrat hier unten, die Kerze, die wir hier momentan sehen. Ich mache mal kurz die runden Marken aus. Die ist natürlich eine Kerze, das sehen wir. Das ist eine sogenannte naja, ah es erinnert an Doji. Es ist eine unentschlossene Situation. Gucken wir uns das Ganze mal auf Tagesbasis an. Da sehen wir hier an dieser Stelle ganz, ganz klar, der Markt läuft hier mehr oder weniger seitwärts. Er wollte nicht richtig unten raus, will aber momentan nicht stark oben drüber. Deswegen haben wir hier oben den Deckel momentan bei ganz grob 1, äh, was haben wir hier? 28 und unten grob über den Daumen 1, 26, 30 unten rum als äh, sozusagen ähm, äh, Unterstützung. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen in den kleineren Zeiteinheiten, dann sehen wir hier auch schön äh, diesen seitwärtslauf. Da muss ich mal etwas zusammenraffen, den wir hier haben. Und wir sehen halt hier schön diesen Abprall von unten in dieser trendigen Phase. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, klassisch aus trendiger Sicht sieht es eher so aus, als wenn der Markt nicht so bullisch nach oben will. Denn wenn wir uns das kleine, das ist wirklich das ganz, ganz kleine, feine Bild, was wir hier mal haben. Hier zack, rein, hoch, runter. Hier sind wir hochgespiked, korrekturtief gemacht. Hier nochmal technisch ein kleines höheres äh, Hoch sozusagen. Das haben wir jetzt rausgenommen, aber ähm, das ist halt die Unentschiedenheitsphase. Hier unten haben wir den Supportbereich. Jetzt trendet der Markt wieder hoch. Das heißt, wir haben hier an dieser Stelle zwar den ersten Schub nach unten bekommen, aber jetzt trendet der Markt direkt wieder nach oben. Und da wird es jetzt wirklich interessant, was passiert hier in diesem Level. Ja? Das heißt, dieser Bruchbereich ist jetzt der Widerstand. Laufen wir dort oben drüber, haben wir durchaus die Chance, erst einmal ein Stück weit nach oben zu laufen. Dann haben wir Mini-Anlaufbereiche hier oben, dieses kleine Zwischenhoch um die 1,27,57 und dann als nächstes größeres, wenn der Markt tatsächlich stark nach oben läuft, hier oben dieses Zwischenhoch bei 1,27 und 1,80. Und wenn das auch rausgenommen wird, dann gelten diese höheren Hochs hier, die Verkaufslevel um die 1,28 bzw. hier oben dieser Drehbereich um die 1,28,25 25 durchaus als anlaufbare Ziele. Kontext hier in dieser Seite dann natürlich hier. Das, was wir im größeren Bilde sehen, erste initiale Aufwärtsbewegung haben wir dort gehabt. Dann gab hier die größere Korrektur. Das ist der starke Move nach oben. Das ist, wie ich schon gesagt, das kurzfristige Bild, was ich hier gezeigt habe. Dann haben wir jetzt eine sehr, sehr tiefe Korrektur. Wenn es das nach oben rausnimmt, haben wir halt. Die Chancen zur Oberseite. Also, hier wird es doch relativ interessant zu sehen sein, was passiert, wenn wir hier schön nach oben laufen. Dann passt das. Ansonsten der ein oder andere Trader, der sich das Bild jetzt anguckt, der wird auch sagen: Oh, da könnte sich ja auch was ganz anderes ähm, herausbilden, nämlich hier das Thema SKS, hier. Die Schulter, hier der Kopf. Und wenn sich hier jetzt möglicherweise eine zweite Schulter bildet, haben wir hier unten drunter die Nackenlinie. Also wir sehen, dieser Chart ist momentan in einer, sage ich mal, Richtung suchenden äh, Situation. Und je nachdem, wie es sich entscheidet und je nachdem, wie der eigene Trading-Zeitrahmen ist. Also ob man es im ganz kurzfristigen Bild äh, traden möchte oder aber eher das größere Bild hat, kann man sich anpassen. Deswegen das Ganze an dieser Stelle hier mit Blick auf die Stunde. Olaf, ich hoffe. Das passt soweit. So, dann hätten wir das. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz durch. In Zoom wurde noch was gefragt. Ähm, guten Morgen, wie viel Uhr wird die FED-Entscheidung heute voraussichtlich bekannt gegeben? Also, wenn alles passt, das Ganze um 20 Uhr. Das ist das, was ich auch immer in der Vorrede zum Aktuellen bringe. Das heißt, hier an dieser Stelle äh, die entsprechenden Termine für den heutigen Tag. Und da haben wir es hier an dieser Stelle auch zu sehen. Die Zinsentscheidung äh, der FED und damit zieht man das Ganze gut und gerne durch. Ich sehe gerade, ich habe heute in Zoom völlig vergessen, den Bildschirm freizugeben. Ich glaube, da waren die Charts heute ein bisschen verschwommen. Äh, sorry dafür, wenn ich darauf nicht schaue, große Bitte, einfach eine Info auf Zoom, dass die Charts nicht ganz scharf sind, dann weiß ich das. Und dann kann ich das Ganze umschalten. Ansonsten für heute soweit durch. Danke fürs Zuschauen. Allen einen erfolgreichen Trading-Tag. Und bis morgen um 8.30 Uhr live an dieser Stelle mit der Besprechung für die nächsten Handelsideen. Bis dahin, tschüss und allen gute Trades.